Ich rede mit einem Tier, so wie ich es mit den Menschen eben auch tue. Ich stelle dem Tier eine Frage und ich erhalte die Antwort und die kommt bei mir so an, wie es ein Mensch eben auch sagen würde. Manche Tiere reden wirklich schnell, andere langsam, einige haben eine ganz hohe Stimme, wo du denkst, also bei diesem großen schwarzen Hund hätte ich eher was Kräftiges erwartet. Einige sind super, super intelligent, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich spreche mit einem Professor, also wenn wir das jetzt mal auf einen Menschen beziehen würden. Und andere sind einfach ein bisschen einfacher, etwas langsamer. Deswegen habe ich Fotos mitgebracht von meinem Hamster, der vor 20 Jahren gestorben ist, Goldie. Und möchte jetzt von Sophia wissen, wie es ihm geht. Und deswegen gebe ich ihr jetzt diese Bilder mal. Sophia, kannst du mir sagen, wo Goldie heute ist, wie es ihm geht? Die Kontaktaufnahme mit verstorbenen Tieren funktioniert genauso wie mit der Kontaktaufnahme mit Lebendigen. Wichtig ist einfach nur zu schauen, ob das verstorbene Tier wirklich noch etwas sagen möchte. Und wie war es? Konntest du Goldie erreichen? Und falls ja, was hat er gesagt? Ich habe Kontakt zu Goldie aufnehmen können, aber es war nur noch ganz, ganz schwach. Wie war die Zeit bei euch? Er hat gesagt, er hatte sehr, sehr viel Freude, dass er ein schönes Leben hatte bei euch und immer sehr viel Spaß. Und dass die Zeit ja nur sehr kurz gewesen wäre und er wäre einfach gerne länger geblieben. Als ich dann am Schluss nochmal fragte, ob er noch etwas sagen wollte, was ich dann ausrichten kann, kam eigentlich gar nicht mehr so viel, sondern es war einfach sehr, sehr entspannt und total friedvoll. Ich glaube, er war richtig so ein bisschen verwundert, so was ich jetzt von ihm möchte, weil alles so in Ordnung ist.